Die elektrische Meile zu Gast in Trebin. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Wir waren in Trebin beim Fest der Generationen unter anderem mit der elektrischen Meile vertreten. Die elektrische Meile bestand hier aus über 20 verschiedenen Elektrofahrzeugen, welche für Interessenten und Besucher ausgestellt wurden und gegebenenfalls auch Probe gefahren werden konnten. Bei dieser Gelegenheit hat Hans sich auch mal mit einigen politischen Akteuren aus der Region unterhalten und was diese zu berichten haben und was dabei herauskommt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, also ich bin der Hans von der Interessengemeinschaft der Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Wie ihr schon gehört habt, wir sitzen in Trebin. Wir sitzen im elektrischen Golf der Stadt Trebin. Trebin benutzt seit mehreren Jahren schon Elektrofahrzeuge. Wir wollen Vorreiter sein, wir wollen zeigen, dass es geht. Ich habe hier neben mir den Landtagsabgeordneten Danny Eichelbaum. Ja, hallo, Danny Eichelbaum. Ich bin der Landtagsabgeordnete in dieser Region seit 2009 im Landtag und dort zuständig auch für die Verkehrspolitik, Ausschussvorsitzender und auch noch Fraktionsvorsitzender im Kreistag Teltow-Fleming. Und freue mich jetzt auf ein interessantes Gespräch mit euch. Wow, da haben wir genau den Richtigen hier im Auto sitzen. Und dann kommt schon meine erste Frage, lieber Danny. Ich habe gehört, ihr habt im Wahlprogramm der CDU jetzt die Elektromobilität positiv aufgenommen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Was ist geplant? Also wir haben uns natürlich ganz genau nochmal angeschaut, wie läuft es überhaupt im Kreis mit der Elektromobilität. Und natürlich ist Trebin eine Modellstadt. Da kann man sich viel abschauen, was man machen kann, um Elektromobilität zu fördern. Und für uns ist ganz wichtig, hier eine entsprechende Ladestation Vorrichtungen zu schaffen, dass wir überall Ladestationen haben für die Elektrofahrzeuge, damit auch die Inhaber von Elektrofahrzeugen im Landkreis unterwegs sein können. Und das ist für uns eine ganz wichtige Aufgabe. Darüber hinaus wollen wir natürlich aber auch, dass die Kreisverwaltung mit Elektrofahrzeugen ausgestattet wird, weil wir müssen mit gutem Beispiel natürlich vorangehen. Klasse Idee, also finde ich ganz super. Nur, das hören wir ja jetzt schon seit Jahren und wundert jetzt vielleicht nicht, dass wir ein bisschen drängeln und mal konkret fragen, habt ihr einen Zeitplan, habt ihr konkrete Orte schon, braucht ihr Hilfe? Wir sind ja von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg sehr breit aufgestellt. Wir haben jeden Kontakt, wir haben jede Information. Das heißt, uns anzusprechen bedeutet am Ende, da ist eine Lösung. Ihr müsst ihr nur noch machen. Können wir da ins Gespräch kommen und wann und wie? Aber selbstverständlich, der Kreistag ist ja gerade neu gewählt worden und die Gremien konstituieren sich gerade und ich finde von wegen, dass es ganz wichtig ist, dass dann natürlich nach der Konstituierung der entsprechenden Gremien wir ins Gespräch kommen, wir ganz genau uns anschauen, wie können wir gemeinsam Elektromobilität im Landkreis Teltow-Fleming befördern und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir wirklich zeitnah miteinander ins Gespräch kommen und ich hoffe von wegen, dass wir das schon bis zum Ende des Jahres dann auch schon erledigt haben, dass wir da Ziele vereinbart haben, dass wir da konkrete Maßnahmen vereinbart haben, dass wir auch die finanzielle Hilfe zur Verfügung stellen, sodass wir endlich auch im Landkreis Teltow-Fleming Elektromobilität fördern können. Wow, finde ich auch gut, super. Also ihr seid ja aber auch als CDU immer unterwegs mit Veranstaltungen und ich glaube, ich habe irgendwann mal gefragt, ich würde gern mal kommen zu den offenen Veranstaltungen, bin nicht Mitglied bei euch, was ja nicht ausgeschlossen ist für die Zukunft, nicht? Aber da werde ich Mitglied. Ja, aber im Moment freue ich mich, wie ihr euch auch um Gäste bemüht. Und da hatte ich mal nachgefragt, ob ich mein E-Auto mal laden kann. Immerhin seid ihr bei großen Veranstaltungen, ihr seid viele. Das heißt, ihr bewegt etwas, ihr könnt den Gastwirt bewegen und sagen, hey, hör mal, wir haben hier nicht nur einen Behinderten, der mit dem Rollstuhl kommt, sondern wir haben ja auch jemanden, der hat eine weitere Anreise, der möchte sein Elektroauto aufladen. Die Wunschliste kennen die Hoteliers alle. Da würde ich auch konkrete Unterstützung erwarten, weil wenn das geklappt hat, da lädt einer und es ist nicht zusammengebrochen in dem Hotel, dann wird der Hotelier vielleicht darüber nachdenken und sagen, okay, ich schaffe da mal mehr als nur ein Provisorium. Das würde ich mir ganz groß auf die Wunschliste schreiben. Können wir da konkret sprechen? Macht ihr sowas für mich? Das machen wir natürlich ganz gerne und du weißt ja ganz genau, wir machen auch nur dort Veranstaltungen, wo auch Elektro-Ladesäulen sind. Das hatten wir schon gemacht im Gemeindezentrum Tyro, das haben wir schon gemacht beim Parteitag in Bergschlösschen in Jüterbock. Also Ladestationen sind das A und O auch für unsere Veranstaltung.
Prima, super. Hat die CDU selbst Fahrzeuge? Habt ihr da mal über eine Anschaffung von Fahrzeugen nachgedacht? Wir selbst als Kreisverband haben keine Fahrzeuge. Die Bundesgeschäftsstelle wird sicherlich Fahrzeuge haben und auch da spüren wir ja ein Umdenken. Und ich hoffe von wegen, dass wir auch da in aller nächster Zeit natürlich eine Elektromobilitätsflotte haben, dass dann auch Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen. Und der Danny selber, wie denkt er darüber? Der Danny denkt auch natürlich immer gerne darüber nach. Er fährt ja auch gerne Auto, ist viel unterwegs und ich denke auch über eine Anschaffung eines Elektrofahrzeuges nach. Große Klasse. Danny, ich danke dir, dass du uns heute hier zur Verfügung gestanden hast. Ich wünsche dir alles Gute, großen politischen Erfolg, viel Durchsetzungskraft, Lächeln, immer Freude bei der Arbeit und wir freuen uns auf weitere Gespräche. Das ist natürlich jetzt ein Video, was mir ausgesprochen Freude macht, weil wir sitzen nicht nur im elektrischen Golf, der Stadt Trebin, immerhin das dritte elektrische Fahrzeug, was hier in Dienst gestellt wurde, sondern ich sitze eben auch mit Herrn Thomas Berger zusammen, der Bürgermeister der Stadt Trebin, der maßgeblich alles vorangebracht hat und den Weitblick mitgebracht hat, das Potenzial der Elektromobilität zu erkennen. Und dazu würde ich Herrn Berger bitten, sich erstmal selber vorzustellen und dann würde ich noch gern zwei Fragen stellen. Ja, mein Name ist Thomas Berger, bin jetzt mittlerweile 55 Jahre alt, davon 20 Jahre Bürgermeister in dieser schönen Stadt. Ich muss gleich mal korrigieren, also wir haben nicht drei elektrische Fahrzeuge, sondern mittlerweile fünf. Wir verfügen nämlich seit 2 Jahren auch über 2 elektrische Dienstfahrräder. Wow, sorry, also noch besser als ich dachte, aber ich habe jetzt tatsächlich nur an die PKWs gedacht. Nein, aber das ist ja auch genau das Zeichen, was die Trebiner Stadt auf die Umgebung ausstrahlen möchte. Elektromobilität allerorts, Elektromobilität funktioniert, Elektromobilität begeistert und was man auch nicht vergessen darf, Elektromobilität hat Potenzial für unsere Umwelt und das Klima. Und ich glaube, das ist ein besonderes Thema, wo wir beide uns verbunden haben. Du hast ja da auch eine spezielle Ansicht zu dem Thema. Ja, also ich bin ja mittlerweile hier in der Stadt schon so ein bisschen berühmt, berüchtigt als Klimapapst. Das möchte ich eigentlich nicht, weil wir wollen Anstöße geben, denn es wird viel zu wenig im Klimaschutz getan. Immer nur zu sagen, die anderen sollen erstmal anfangen, die alleine schaffen es nicht, ist der falsche Ansatz. Deswegen haben wir vor 5 Jahren begonnen, unsere Mobilität zu überdenken, weil 60% des CO2-Ausstoßes in unserer Stadt nachweislich durch den Verkehr stattfinden. Und wenn wir da nichts machen, dann bringen alle anderen Versuche auch nichts in dem Bereich. Und deswegen haben wir vor 5 Jahren unser erstes elektrisches Dienstfahrzeug angeschafft. Ein Verbrennungsauto ist ausgemustert. Ja, und viele sagen ja, das ist alles viel zu teuer, aber das ist nicht der Fall gewesen. Wir müssen ja auch haushaltlich rechnen. Im ersten Jahr hat das Auto schon Ersparnis eingebracht. Das heißt, wir sparen pro Dienstfahrzeug, was wir jetzt haben, jedes Jahr an die 3.000 Euro Unterhaltungskosten. Also ich fasse nochmal zusammen, jedes Jahr 3.000 Euro pro Fahrzeug? Jedes Jahr 3.000 Euro pro Fahrzeug. Das kommt deshalb zustande, weil unsere Autos auf 100 Kilometer 4,50 Euro kosten. Und ich sag mal, ohne Schleichwerbung zu machen, mit einem Fiat 500 Verbrennung kommt man auf 9 bis 10 Euro pro 100 Kilometer. Also die Hälfte. Wir fahren, jeder Kilometer kostet uns die Hälfte. Ja, aber ich meine, das ist ja eine sensationelle Botschaft. Also ich würde eigentlich erwarten, dass die umliegenden Kommunen und Bürgermeister und andere Entscheidungsträger jetzt Schlange stehen und sagen, hey Stadt Trebin, ihr seid ja irgendwo, ihr seid ja keine Autoverkäufer, ihr habt Erfahrung, ihr könnt rechnen, ihr müsst nachweisen. Wie können wir das auch machen? Passiert sowas oder? Das ist ein schwieriger Weg, weil das ist im öffentlichen Bereich nicht anders als im privaten Bereich. Viele sehen nur die Anschaffungskosten. Und viele sehen dann also auch noch die Vorurteile, die man gegenüber einem elektrischen Auto hat, also sprich Reichweiten und so. Aber ich muss mal sagen, wir sind alles Mitarbeiter, Bedienstete im öffentlichen Dienst. Wir haben einen 8-Stunden-Tag, davon zieht man dann auch eine halbe Stunde Mittagspause ab, wo das Fahrzeug nachgeladen werden kann. Also man schafft ja gar nicht die dienstlichen Kilometer pro Tag, die so ein Elektroauto mittlerweile schafft. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, denn da sitzen ja Menschen im Amt, da werden jetzt, wird man ihnen jetzt also ein Elektroauto als Dienstfahrzeug vorgesetzt haben. Das ist jetzt schon Jahre her. Wie war damals die Reaktion und wie hat sich's geändert heute? Ja, also vor der ersten Fahrt war das natürlich für viele Teufelswerk, aber spätestens nach der ersten Fahrt, nach der ersten Dienstfahrt, haben die Leute also auch die Erkenntnis gewonnen, es ist ein ganz normales Auto. Und das Einzige, was sich unterscheidet, das ist der Motor vorne, aber in der Regel ist die Motorhaube zu und man merkt es gar nicht. Und das ist heute auch so die Stimmung? Die fahren also gerne mit den Fahrzeugen? Ja, wir haben ja mittlerweile alle Verbrennungsmotor-Dienstfahrzeuge ausgemustert.
Und mittlerweile müssen die Mitarbeiter elektrisch fahren, es sei denn, sie nehmen die Fahrräder. Ah ja, okay. Aber da gibt es ja auch zwei elektrische Dienstfahrräder. Vielleicht können wir später nochmal darauf zurückkommen, weil ich möchte nochmal bei dem PKW bleiben. Weil es ist ja jetzt am 1.4.2019, was, wie ich finde, Sensationelles gelungen. Nämlich die Indienststellung eines elektrischen Kleinbusses, der hier regulär im Busbetrieb fährt. Also das muss man sich mal reinziehen. Regulär im Busbetrieb, also Verkehrsverbund Teltow Fleming, fährt er seine Linie ab. Ich kenne keinen, der gesagt hat, dass das funktioniert, aber offensichtlich lagen alle falsch, es funktioniert. Und nochmal, das Fahrzeug sollte ursprünglich ja nur Samstag, Sonntag fahren als Rufbus. Und sehr schnell fuhr es dann von Montag bis Sonntag. Was ist passiert? Ja, also zum einen haben wir ja in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen mit unseren Verkehrsbetrieben gehabt. A, was die Frage anbetrifft, Versorgung der Dörfer, das wurde statt mehr, wurde es immer weniger. Da mussten wir die Lücke halt schließen und dann war unsere Intention natürlich auch immer, wenn Busse durch die Stadt fahren, dann elektrisch. Auch da sind die Verkehrsbetriebe noch sehr träge, was diese Umrüstung anbetrifft. Und dann haben wir einfach entschieden, wir machen es selber. Wir versorgen unsere Dörfer selber mit einem eigenen Bus und der muss natürlich dann elektrisch fahren. Die Frage, warum haben wir das jetzt von der Experimentierphase Wochenende auf die komplette Woche eingestellt? Der Bedarf war einfach da. Wir haben das Projekt gestartet und haben gemerkt, es wird angenommen und es funktioniert. Wir haben also auch eine Reihe von ehrenamtlichen Fahrern gefunden, die bereit sind, an den Tagen, wo hauptberufliche Fahrer nicht zur Verfügung stehen, das Fahrzeug dann übernehmen. Die haben alle einen Personenbeförderungsplan gemacht. Es funktioniert, der Bedarf ist da und wir sind sogar so weit, dass wir darüber nachdenken, das System auszubauen. Das ist ja wieder mal eine klasse Botschaft. Also ich merke schon wieder, hier ist immer schon Stufe 2 ganz dicht dabei. Zweites Fahrzeug, weiterer Ausbau der Ladeinfrastruktur, weitere Dienstfahrzeuge, Dienstfahrräder, während die ersten noch nicht den ersten Schritt gemacht haben oder andere noch nicht den ersten Schritt gemacht haben. Der elektrische Kleinbus, so wie ich das Gefühl hatte, ist noch gar nicht gefahren. Da war die Wunschliste schon ellenlang. Also Montag bis Sonntag haben wir gehabt und jetzt auch alle Dörfer anfahren und so weiter, also vielleicht auch als Taxi, aber irgendwo sind dem ja Grenzen gesetzt. So. Und ich habe auch gehört, dass aus den umliegenden Kommunen, Gemeinden also Fragen kommen, ganz ernsthafte Fragen. Wenn er zurückkommen ist, fährt er dann gleich wieder los oder lädt er dann dazwischen? Wie kommt er über den Tag? Nein, also er fährt nicht unverzüglich wieder los, sondern wir haben einen Stundentakt, der wird eingehalten. Er hat eine Verweildauer dann auch. Die Strecke ist ungefähr 20 Kilometer lang. Lademöglichkeiten gibt es am Standort des Busses. Das heißt, er kann also während der Strecke kann er immer mal wieder aufladen, wenn er in den Fuhrpark zurückgekommen ist. Die Reichweite reicht aus, das ist völlig identisch und genau das wollten wir auch damit beweisen, dass also selbst im Dauerbetrieb ein elektrisches Fahrzeug bedienbar ist, ohne größere Probleme. Bleibt nur jetzt, also ja, war da noch eine Anmerkung? Nein, es ist halt die Diskussion hier aufgekommen, warum jetzt nicht zu Anfang alle Dörfer. Das liegt nicht daran, dass der Akku das möglicherweise nicht schafft. Das kriegen wir hin. Das würde er also auch schaffen, andere Dörfer anzufahren. Nein, wir schaffen einfach den Stundentakt nicht mehr in der Vielzahl der Dörfer. Und deswegen überlegen wir ja auch, ein zweites Fahrzeug dann in Betrieb zu nehmen, um die restlichen Dörfer auch noch zu versorgen. Und das Ganze, muss man sagen, funktioniert mit Strom aus der Region auf der Gemarkung der Stadt Trebin mit den Dörfern zusammen. Gibt es Freiflächen, wo Windkrafträder laufen, wo Photovoltaik läuft, es gibt Biogasanlage. Das heißt, eigentlich sind wir hier Netto-Stromerzeuger für die umliegenden Gemeinden. Und wir können jetzt hier mit den elektrischen Fahrzeugen, die hier vor Ort laden, ein bisschen mehr von diesem heimischen Strom hier behalten, was ja auch ein Vorteil ist. Ja, genau das ist ja auch unsere Intention gewesen. Also hier schließt sich dann auch der Kreis zum Klimaschutz. Die Kritiker der Elektromobilität sagen ja immer, ihr fahrt saubere Autos mit schmutzigem Strom. Wir nicht in Trebin, sondern unser Strom wird hier aus der Region bezogen durch Windkraftanlagen, die hier Strom erzeugen. Ja, und die Willkommenskultur in der Stadt Trebin ist legendär unter den Elektroautofahrern. Alles das hat sich rumgesprochen, schafft ein positives Klima. Heute sind wieder etliche da. Wobei man immer noch sagen muss,
es finden sehr, sehr viele Veranstaltungen jetzt statt im Sommer. Wir hatten in Leipzig gerade gestern eine Veranstaltung. Wir haben mal eben einen Weltrekord gestern mit teilnehmenden Fahrzeugen in Berlin gestaltet. Und wir haben eben die Wave als große Veranstaltung. Und dann heute hier in Trebin. Und wenn wir uns umschauen, sind trotzdem einige Elektroautofahrer kommen. Also alles das, was wir jetzt so gehört haben, schafft eben ein positives Umfeld in der Gemeinde der Elektroautofahrer, die gerne das unterstützen, sich hier sehr, sehr wohlfühlen. Und wir möchten gerne weitere Aktivitäten machen, möchten die Bürger dazu mehr bringen, sich mit Elektrofahrzeugen zu beschäftigen. Deswegen hier heute auch die Veranstaltung. Kann die Stadt Trebin an der Stelle noch irgendwo, ich sag mal, ein bisschen Wohlfühlumgebung schaffen oder Verlautbarungen bringen, die auch den Bürgern hier die Elektromobilität näher bringt? Also ihr seid natürlich immer wieder gerne willkommen als Elektromobilisten-Pioniere und ihr habt uns in den letzten 5 Jahren, seitdem wir dieses Projekt angegangen sind, ja auch immer wieder sehr intensiv unterstützt. Und ich meine, ihr habt auch dazu beigetragen, dass wir jetzt innerhalb von kürzester Zeit, also auch hier in der Stadt selber, einen Bewusstseinswandel herbeigeführt haben. Als wir angefangen haben vor 5 Jahren, gab es ein zugelassenes Elektroauto hier bei uns in der Stadt. Mittlerweile sind wir schon bei 19 angekommen, innerhalb von 5 Jahren. Und das für so eine kleine Stadt wie Trebin ist das schon ein gewaltiger Erfolg auf die Zeit gesehen. Und da habt ihr einen nicht unmaßgeblichen Einfluss drauf, weil ihr habt diese Bewusstseinshürde, die habt ihr gebrochen. Ihr habt eure Autos hier gezeigt. Ihr habt gezeigt, das ist kein Teufelswerk. Das sind ganz normale Autos, die sich dann auch mal jeder leisten kann, wenn die Produktion in die Breite gegangen ist. Und deswegen denke ich, wir haben zusammen schon viel erreicht. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche an uns habt, dass ihr immer wieder kommen wollt, gerne, lasst uns drüber reden. Wir sind gerne bereit, auch da nachzulegen. Ja, schönen Dank, Thomas. Wir sind zweimal im Jahr ja regelmäßig gebucht. Und ihr werdet den Begriff elektrische Meile immer wieder finden. Der ist hier in Trebin entstanden. Also die elektrische Meile ist genau das, wo wir jetzt hier drin sitzen, im elektrischen Golf der Stadt Trebin, auf dem abgesperrten Gelände, nur für Elektroautofahrer. Also man sieht also auch hier wird also Willkommenskultur für Elektroautos gelebt und gezeigt und alles das wird auch sehr willkommen angenommen. Elektrische Meile hat mittlerweile als Exportartikel so ein bisschen auch den einen oder anderen aufgerüttelt, zum Nachdenken gebracht. Also hier hat die Stadt Trebin etwas geschaffen, was auch eine Wirkung nach außen erzeugt. Und wir haben eine Facebook-Seite, Trebin, Modellstadt für Elektromobilität im ländlichen Raum. Das ist auch unsere Visitenkarte, wo wir auf wohlfühlende Art zeigen wollen, was geht und was wir machen. Ja, also vielen Dank für die Antworten, Herr Berger. Thomas, vielen Dank dafür.